Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst. Der ungarische Wirtschaftsminister Martonnak besuchte Peking, um die chinesischen Unternehmen im Bereich des Batterierecyclings kennenzulernen und mögliche Investitionen in Ungarn zu prüfen. Während der Gespräche wurden die internationale Situation der Batterieindustrie, die Herausforderungen der Branche und die wirtschaftlichen Chancen der grünen Wende erörtert. Die ungarischen Athleten erlebten den bisher erfolgreichsten Tag bei den Paralympischen Sommerspielen in Paris. Am Donnerstag gewannen sie eine Goldmedaille im Weitsprung und eine im Schwimmen. Weiterhin holte die Damenflorettmannschaft Silber und es gab eine Bronzemedaille im Tischtennis und eine weitere im Schwimmen. Am Donnerstag landete das erste ungarische KC-390 Millennium Militärtransportflugzeug auf der Basis der Flugbrigade in Kecskemét. Bei der Begrüßung des Flugzeugs betonte der Verteidigungsminister, dass Ungarn ein friedliebendes Land sei und die Regierung sich für die Schaffung und den Erhalt des Friedens einsetze. Die Feuerwehr führt die Nachlöscharbeiten im Komitat was durch, wo am Donnerstag in der Nähe von Tschönne zunächst das Unterholz- und Buschwerk in Flammen geriet. Später erreichte das Feuer auch den nahegelegenen Kiefernwald. Die betroffene Fläche betrug 250 Hektar. In diesem Jahr hat Bahard bis Ende August 2 Millionen Passagiere befördert. Zu diesem Erfolg trugen maßgeblich die mit staatlicher Unterstützung in Höhe von 6 Milliarden Forint angeschafften neuen Schiffe, ein dichterer Fahrplan, ein reichhaltiges Programmangebot und neue Familienrabatte bei. Der Verkehr stieg somit im Vergleich zu den Rekordsommermonaten des Vorjahres um 10%. Die Flüsse Bodrog und Theiß wurden von Müllbergen befreit. Laut einer Mitteilung des Vereins Pet Cooper betraf der Müllsammelwettbewerb in diesem Jahr auch Abschnitte des Bodrog und der oberen Theiß. Am Bodrog zwischen Sárospatak und Tokaj sammelten die Teilnehmer über 11 Tonnen Müll. An der Theiß hingegen stießen sie auf noch größere Müllmengen. Zwischen Hatvan und Lőrinci auf der Hauptstraße 21 wurde die dritte Musikstrecke Ungarns fertiggestellt. Ab Donnerstag bietet ein rund 550 Meter langer Streckenabschnitt zwischen Hatvan und Lőrinci den Fahrern ein einzigartiges Erlebnis. Bei einer Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde ertönt ein Ausschnitt eines bekannten ungarischen Musikstücks. Nach der Eröffnungsfeier am Mittwoch startete die Vierspänner-Weltmeisterschaft in Szilvasvárad am Donnerstag und Freitag mit der Dressurprüfung. Nach Abschluss der Dressurprüfung beginnt am Freitag um 19 Uhr dann die traditionelle ungarische Reitgala, die kostenlos besucht werden kann. Die Güe-Rallye kehrt nach dem erfolgreichen Verlauf im letzten Jahr vom 6. bis 8. September zurück. Sie war eine der erfolgreichsten Veranstaltungen des vergangenen Jahres im ungarischen Rallye-Sport und zog tausende Zuschauer an, die sich für die Streckenabschnitte an historischen Orten interessierten. Im September treten ungarische und internationale Stars abwechselnd auf der Bühne des Budapest-Parks auf. Neben den Live-Konzerten sind auch weitere Programme geplant. Am 15. September stehen die Jugendlichen im Mittelpunkt und es wird auch einen Charity-Kleider-Bazar geben. Ab 22 Uhr geht das Nachtleben an jedem Programmtag weiter. Am 21. und 22. September organisiert der ungarische Fahrradtourismusverband zum dritten Mal das Fahrradhafenwochenende, das mit dem autofreien Wochenende zusammenfällt. Im Rahmen des Fahrradhafenwochenendes bieten die Dienstleister, die in der App zu finden sind, Rabatte für Fahrradfahrer an, die sie besuchen. Das Wetter in Ungarn. Am Freitag wird sich die Bewölkung von Südwesten hier oft verdichten. Die Temperaturen liegen zwischen 26 und 34 Grad. Kühler wird es in Transdanubien. Am Samstag erscheinen Quellwolken. Besonders in der Mitte des Landes muss mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Zudem werden Temperaturen zwischen 27 und 33 Grad erwartet. Am Sonntag wird es weiterhin viel Sonnenschein geben, aber stellenweise kann es zu Schauern und Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 28 und 34 Grad. Zu Beginn der nächsten Woche bringt ein flacher Zyklon größere Veränderungen und mehr Niederschlag. Der Wechselkurs liegt heute bei 393 Forint für einen Euro Mittelkurs. Hallo.
Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst.